Und damit willkommen und hallo zurück zu Seven vs. Wild Behind the Scenes Folge 8. Die Naturensöhne treffen auf Fritz und Marin. Let's go! Dieses Video ist gesponsert von World of Tanks. Von der Wildnis direkt aufs Schlachtfeld. Eine super Alternative für all diejenigen, die sich ein echtes Abenteuer wie Seven vs. Wild trauen, aber nicht die Möglichkeit dafür haben. World of Tanks ist ein kostenloses Online-Panzer-Action-Game für den PC, in dem ihr das Kommando von mehr als 800 Kriegsmaschinen aus dem 20. Jahrhundert übernehmen könnt. Dabei trefft ihr auf Legenden aus der Geschichte wie den Sherman, Churchill, Tiger und T-34 oder erlebt zum ersten Mal technologische Meisterwerke, die nie zuvor das Werk verlassen haben. Wargaming, die Firma hinter World of Tanks, hat in den letzten anderthalb Jahren mich irgendwie noch nie gereizt, World of Tanks, keine Ahnung. Zusammen mit den Spielern unter anderem 1,1 Millionen Dollar für medizinische Hilfe oder 1 Million Dollar für Krankenwagen zur Notrettung in der Ukraine gesammelt. Wenn ihr auch ein Teil der World of Tanks Community werden wollt, dann könnt ihr mit dem Code COMBAT den T6 Panzer Cornwall 250.000 Credits, 7 Tage Premium-Zugang sowie 3 Leihpanzer für 10 Gefechte bekommen. Aber auch bestehende Spieler gehen bei dem Code nicht leer aus. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Wir wollen dieses Mal Buden bauen und deshalb sind wir wie gemacht für Seven vs. Wild, glaube ich, weil wir da auch wirklich was Krasses zimmern können, wenn das Material da ist. Also jetzt hier nicht einstöckig, sondern mindestens zweistöckig. Da muss wirklich was Krasses stehen. Räucherofen ist auch noch so in Planung. Also unsere Vorbereitung ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine 10. Also an der Vorbereitung scheitert es nicht. Ja. Der große Knackpunkt bei uns beiden ist Nahrung. Ich meine, wir machen ja viel draußen. Aber wir essen auch gut für draußen. Gut versorgt dabei. Ja, also 14 Tage ist das Ziel, wir müssen schaffen. Fakt. Ja, mal dumm gesprochen, Fritz und Martin fliegen raus wegen irgendeiner Dummheit und Papa Platte und Kevin oder Trimax und Wieland schaffen das jetzt einfach so. Was ist denn dann los, ey? Was ist dann los im Internet? So viele werden wirklich einfach durchknallen, um sich nicht die Blöße zu geben, da irgendwie in irgendeiner Form eine Kritik zu kommen. Meine Schätzung, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, 5 Teams schaffen es. 5 sogar, ich glaube, okay. Ich glaube, 5 werden abgeholt, weil halt viele einfach wirklich beißen werden. In dieser Folge zeigen wir euch die zweite Abholung. Aber was ist passiert? Wie sieht die Nahrungsversorgung aus und was ist wirklich essbar? All das in Folge 8 Behind the Scenes. Ich glaube, Essen, das wäre bei mir auch noch so ein Thema. Ne? Ich habe sehr schnell bekomme ich wieder Hunger, wenn ich mich bewege. Das kann jetzt um die Uhrzeit, senden die uns gerne auch mal einen Code Grün. Deshalb dachten wir erst, das wäre eventuell ein Fehler. Aber wir haben jetzt von beiden einen Code Gelb bekommen. Deshalb gehen wir davon aus, dass die raus wollen. Ich versuche sie jetzt einfach zu erreichen. Und dann werde ich ihnen mitteilen, dass wir sie abholen. Schauen wir mal, ob sie rangehen. Team 7 hat gerade Code Gelb gesendet. Wir machen uns jetzt so langsam fertig, um dann dort anzulanden, um die aufzunehmen. Dann schauen wir mal, was mit denen los ist, warum die jetzt raus möchten. Ich bin noch nicht gekämpft und habe noch nicht Zähne geputzt. Kein Frühstück, ne? Das ist ein hartes Leben hier. Ich sende jetzt über die InReach-Geräte nochmal eine Nachricht, dass sie die Telefone einschalten. Versuchen wir es nochmal. Aktuell nicht. Sie halten sich am Strand auf, an Spot 7. Ich habe nochmal eine Nachricht gesendet. Telefon einschalten ist noch aus. Aber ihr fahrt jetzt einfach los. Aber es ist gut mit dir. Naturensöhne war tatsächlich das allererste Team, was sofort feststand. Das war klar. Das ist quasi das Team im Outdoor-Bereich. Schon immer. Die kennen sich, ich glaube, seitdem die in der Wiege liegen oder so. Also wirklich sehr, sehr lange, seit der Kindergarten-Schulzeit. Und da ist natürlich auch klar, dass die das nächste Abenteuer zusammen erleben müssen. Und Staffel 1 und 2 war halt eine Solo-Edition. Deswegen haben wir gesagt, das passt nicht. Das ist irgendwie, das sind siamesische Zwillinge. So, ne? Und als dann hieß, dritte Staffel, wir machen Teams, ganz klar. Wir müssen auf die Steine gehen. Die Steine sind sehr rutschig, deswegen wurde gerade beschlossen, dass nur Jonathan und ich das Boot verlassen. Der Rest bleibt auf dem Boot. Das geht nicht. Die Gefahr ist zu groß, dass jemand hinfällt. Nee, ist wirklich an. Der ist trainiert, ey, meine Güte.
Der ist trainiert. Jo, ich bin dran. Danke euch. Brauchst du irgendwas im Moment, außer was zu trinken? Was? Nee, getrunken habe ich genug. Ist gestern schon übelst auf schwarz vor Augen geworden. Und heute Morgen, als wir runter sind zum Wasser holen, bin ich einfach abgesoffen. Wieder schwarz vor Augen geworden. Und dann war ich auf einmal weg. Habt ihr genug zu essen gehabt? Gar nichts, Digga. Gar nichts. Ein paar Bären. Es war nix da. Der Scheißwald da oben ist komplett tot. Ich habe Sorgen um Gerrit, Alter. Hast du schon erzählt jetzt? Also die Thematik weißt du vielleicht noch nicht. Ich habe Bluthochdruck und habe auch nebenbei Medikamente genommen. Und mein Arzt meinte auch, ist eine schwierige Kombi mit Fasten. Braucht ihr ein bisschen Wasser? Kleinen Müsli-Riegel oder sowas? Bei mir im Rucksack sind auch zwei Müsli-Riegel. Also Müsli-Riegel würde ich jetzt auch nehmen, ne? Ja, du brauchst Zucker jetzt. Irgendwas brauchst du, ich weiß egal was. Schickst du zu mir, wenn du willst. Boah, wie geil ist der erste? You have one already? Ja. Okay. Alter, wie süß das ist. Und ich mag die Dinger eigentlich gar nicht, ne? Nee, Mann. Wir hatten da hinten so einen scheiß Süßwassersee. Da war nichts drin, oder? Da war safe nichts drin. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und ich mal Krabben gefunden, ich mal ein Eichhörnchen. Also der Wald ist tot. Der ist komplett vermodert und tot. Hungergefühl hatten wir auch gar nicht irgendwie. Wie gesagt, seit gestern ist er einmal abgeklappt. Da dachte man so, okay, schwarz vor Augen, was los? Viel Wasser getrunken, dann ging's wieder. Er will die ganze Zeit was sagen. Ja, aber heute früh dann nochmal, Alter, und dann weiß ich nicht. Das war gruselig. So will ich gerade nicht sehen. Das ist halt so scheiße, weil du halt nicht gedacht hast, dass du so rausgehst. Das ist egal. Das ist jetzt so. Das ist mir nicht wert. Ihr hättet mich da nirgendwo rausgeholt, hab ich vergessen. Ja, überall Schluchten und... Das nimmt euch keiner mehr, die Erfahrung. Das ist halt auch richtig scheiße, wenn du Bluthochdruck hast und dann noch, dann brauchst du ja regelmäßig Essen und so und dann noch Fasten quasi. Da klappst du ja zusammen. Die Naturensöhne sind ausgeschieden und machen sich auf den Weg ins Rescue Camp. Gleich fühlen sie sich besser, wenn sie jemanden treffen. Übelst viel Energie verbraucht für Shelterbau, was sich aber gelohnt hat. Zum Fischen gegangen, hat auch Energie irgendwie verbraucht. Dann laufen wir zurück. Auf einmal hören wir schwarz vor Augen. Klappt einfach ab, der Junge. Ja. Hab ich ihm direkt trinken gegeben, so. Ja. Er hat ganz viel getrunken. Dann meinte er, ja, geht schon wieder. Mhm. Dachte ich mir so, ja, okay, aber ist nicht geil, dass mein bester Freund mitten in so einem komischen Wald da abklappt. Hat es dann so geflimmert vor den Augen, so leicht schwarz geworden, musste ich erstmal wieder kurz mich abstürzen. Ich bin vorgegangen, habe so ein bisschen gefilmt und meinte mir so, Alter, der wird doch langsamer, was ist denn mit dem? Irgendwas ist mit dem. Dann halt den Rest des Tages nur noch ausgeruht, weil halt nichts mehr ging. Ja. Vielleicht wird es am nächsten Tag dann besser. Ja. Und aber dann auch wieder mit so Schwindelgefühl aufgewacht, also so ganz, ganz diesig, komisch. Dann auch wieder gesagt, komm, runter, Routine, Wasser filtern. Ja, und dann bin ich halt auf dem Weg nach unten einfach abgeklappt. Aber diesmal komplett. Bin ich zu mir gekommen, dann saß ich einfach nur so komisch auf dem Boden und hab dann realisiert, hä, was ist denn gerade passiert so? Da hatte ich das erste Mal in den ganzen Tagen wirklich Angst. Also wie gesagt, Tag 4, wo du abgeklappt bist, also wo du kurz schwarz vor Augen war okay. Aber dann quasi einen Tag später, am frühen Morgen, nach dem Schlafen, nach dem Erholen, dass du dann nochmal also du hast die Tablette genommen, weiß ich nicht. Das fährt ja runter, wenig Essen fährt runter. Ja. Bäh. Wenn ich dran denke, es war wirklich ein ekliges Gefühl. Ich hätte es auch nicht erwartet, so. Wir sind dann wieder. Was ist denn, wenn du einfach bei. Das habe ich schon, als es rausgekommen ist. Wie ist denn das eigentlich bei Bluthochdruck, wenn du einfach dann sagst, du nimmst die Tablette nicht? Wieder runter, haben dann wirklich nochmal Wasser getrunken und... Ja, das habe ich mir geholt, als es rausgekommen ist, im Oktober schon. Wurde halt nicht besser. Ja. Und dann kam... Außerdem hätte ich jetzt auch wieder Geld. Kam halt Code Gelb, ne? Außerdem kennst du mich, ich bin ein Minusmacher, Junge. Im schlimmsten Fall. Da kommt es auf 60 Euro auch nicht mehr.
sich das Team gemeinsam mit den Naturensöhnen noch einmal den Shelter anguckt, müssen sie im Rescue Camp erstmal zu Kräften kommen. Wir haben miteinander geredet und ich so, ey, sag es einfach, es ist völlig cool für mich. Lass doch mal eine halbe Stunde warten, haben wir dann glaube ich auch gemacht. Wenn Gerrit jetzt irgendwo am Arsch der Welt nochmal umkippt, dann ist ab. Es ist kacke, es ist wirklich kacke und das ist es irgendwie dann auch nicht wert gewesen. Also es war auch schwer für mich, jetzt mal aus so meiner Sicht das zu akzeptieren, so ja, du hast diese, Tränen in den Augen gehabt, diese hab ich gesehen. Eigene Ohnmacht zu haben, okay, selbst wenn du willst, kannst du an der Situation eigentlich nichts ändern, weil du kriegst sehr wahrscheinlich keine Nahrung. Das ist gerade das, was wahrscheinlich das Ganze auslöst. Als wir dann auf dem Boot saßen, meinte hier auch Michael, unser Arzt, so, er hat bei mir keinen Puls gefühlt. Ja, du warst auch mega blass. Also ich war kreidebleich und da war wohl nichts zu erfüllen. Also meinetwegen 14 Tage hätten wir nicht geschafft, ohne Nahrung so, aber wir hätten schon so 9., 10. Tag. Das wäre schon geil gewesen. Ja, wäre schon geil gewesen so. Wir wissen nicht, wie es um die anderen steht, ob wer schon raus ist oder nicht. Ich habe ein Bauchgefühl so ein bisschen, dass wir die Ersten sind. Das ist ein geiles. Burritos. Boah. Muss mal wieder richtig sitzen, ne? Ja. Zucker, ne? Mal kein Salz. Geil. Das erinnert mich aber an Salz. Ja, ist geil. Ja, wir hatten eine Tüte Salz bei. Das war unser Abendessen. Und das war unser Abendessen. Mal und was unser anderes. Frühstück. Immer mal so ein bisschen Salz. War geil die ersten zwei Tage und dann war so... Boah, ist das süß. Ja, weißt du was? Ist mir egal. Erinnert. Einzigartige Bilder, exklusive Hintergrundinfos und vieles mehr im offiziellen Bildband. Jetzt bestellen! Alter, yes. Ey, das glaubt man nicht, wenn man es nicht gemacht hat, ne? Wenn mir mal jemand gesagt hätte, wenn du einen Schluck Kaffee trinkst, kommen dir mal die Tränen, aber... Ist da Ei drin? Ja, da ist Ei drin. Das ist ziemlich geil. Oh ja. Oh, Baby. Alter, was ist denn das für ein Pornoessen? Guck dir mal an, was da drin ist. Ich liebe den Koch. Schmeckt geil, aber Hunger habe ich nicht. Verstehe nicht. Du kannst nicht einfach spontan zu mir kommen und sagen, irgendwas zocken, wenn ich schon den Tag vorher schon am Abend plan, was ich am nächsten Tag vorhabe. Also. Das ist gerade einfach nur, weil es halt schmeckt, ne? Ja. Ich habe Termine. Wenn das hier die Standardküche ist. Im Camp will ich nächstes Mal auch lieber Crewmitglied sein. Mhm. Der Kameramann nickt, das ist die Standardküche. Ist ja geil, ist crazy, Alter. Ne? Wer ist denn der Koch? Küchin. 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 Mish, Katie, could you introduce yourselves to the contestants? They're asking for the chef. I love you. I love you so much. Oh my God. Oh my God. It's tasting like heaven. It's unbelievable. Das ist die Köchin. Ah, ich dachte, das wird die Ärztin. Das ist die Köchin und das ist die Tochter wahrscheinlich. Wo auch Köchin lernt. Oh, bleibt in der Familie. Wow. You need anything else? No, thank you. We're good, thanks. Schwarzwälder Kirschtorte noch. Ich möchte nicht, dass es aufhört. Befördert diese Frau sofort. My name is Mish Coles. My role with Seven vs. Wild is the head chef of the production group. My name is Katie Blow. My role is to assist Mish with all of the delicious food she prepares. We plan about 3 to 4 days worth of the menu for it to be flavorful, for it to be full of vegetables, for it to be full of nutrients, have a good protein source, have healthy fats. You want people on a production like this, people can really, really wear out. They're long days, they can be really stressful. I think as the chefs, you want people to feel nourished through the food. Max, wie findest du das Essen? Hammer. Das ist echt ein Traum. 10 von 10. It's important whenever I'm planning a menu that there are components of it that are of course fitting to the environment that we're in. Döner. We are in a special place called Bull Harbor on Hope Island, which is home of the Aksikula people. The goal is to move people back here and teach the children and the youth how to harvest. There's lots of food here. Salmon and a lot of bottom fish. Das heißt immer noch so, das ist interessant. Fish, halibut, a lot of cods, seagull eggs, lots of seaweeds, kelp, sea lettuce, lots of shellfish, clams,
And then there's berries. So salal berries, thimble berries I saw, currants, I saw dustiqua, guadum, huckleberry. Die haben doch alle nur diese eine schwarze Beere gegessen, oder? Weil die anscheinend gar nicht wussten, dass man die auch essen kann. They're so hard to keep. You pretty much just have to pick them and eat them. Yeah. Because they're just so soft. It's somewhat similar to raspberry, right? Yeah. It'd be nice to like get a ton and make like a sauce. Ja, wir haben ja im Vorfeld mit den Einheimischen, mit den First Nations, dann noch so eine kleine Session gemacht, wo sie uns ein bisschen was erzählt haben zum Thema der Tierwelt und auch zu gewissen Nahrungsquellen. Das ist halt auch die Nahrungsgrundlage für die Menschen, die hier früher einmal gelebt haben. Und das vor Hunderten von Jahren. Ja. Das ist natürlich schon ein Gänsehautmoment. Auf Vancouver Island gibt es unterschiedliche, natürlich vorkommende Nahrungsmittel. Bei dem Briefing mit den First Nations bekommen unsere Kandidaten wertvolle Hinweise. Was kann ich denn dafür? Du musst dich doch melden, wenn du was von mir willst und fragen, ob ich schon was anderes geplant habe. Also so habe ich das gelernt, wenn man mit jemandem was machen will. Umgang mit diesen Lebensmitteln, deren Besonderheiten und Gefahren. An Land gibt es zum Beispiel die Salalbeere, die der uns bekannten Blaubeere sehr ähnlich ist. Im Wasser gibt es Pflanzen wie Seetang und Seespargel, die unsere Köchin Mish für unser Abendessen erntet. Natürlich gibt es auch Tiere aus dem Meer, die zum Verzehr geeignet sind. Hier ist es jedoch sehr wichtig, auf die besonderen Umstände vor Ort zu achten. Von Mai bis Oktober gilt zum Beispiel aufgrund der eventuell entstehenden Red Tide, eine für die Region seltene rote Algenblüte, ein prophylaktisches Du bringst es gerade so rüber, Steifi, als müsste ich mich die ganze Zeit danach richten und darauf warten, dass du mal Zeit hast. Dann zocken wir halt morgen Mittag oder so. Verbot für einige Muschel- und Weichtierarten. Bestimmte Algenarten können starke Gifte bilden, welche sich wiederum zuerst in den Muscheln durch ihr Filtersystem anreichern. Dieses Ernteverbot besteht hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Buchten von der... Oh, warte mal! Oh! Also auch keine Krabben. Die Mädels haben doch auch eine riesen Krabbe gegessen, ne? Also ist das eigentlich auch gefährlich gewesen. Aber abkochen? Durch ihr Filtersystem anreichern. Dieses Ernteverbot besteht hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Buchten von der Region ständig überwacht werden können. Die gesundheitlichen Gefahren beim Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln aus dem Meer können zu Atembeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden oder neurologischen Störungen und im schlimmsten Fall zum Tode führen. Wir haben vor Ort mit erfahrenen Partnern kooperiert, welche die Situation ständig beobachtet haben. In dem Fall einer sich anbahnenden Red Tide hätten wir die Produktion unverzüglich abgebrochen. Zum Produktionszeitraum gab es am Austragungsort keine Red Tide. All of the food that we have here, it influences my cooking dramatically. Because if I were to source ingredients, you know, from elsewhere, when we have so much abundant here and it's so fresh and so flavorful and so nutrient-packed, like why would I want to source elsewhere? This is called sea asparagus. It's really, really salty. Like you could eat it raw, you could just rinse it and eat it. Basically when tide comes up. Oh, da habe ich ja noch mal Glück, ey. Da fühle ich mich ja fast schon geehrt. When there's high tide and it washes down, the area that the ocean kind of washes over every day. There's certain plants that grow in that area. If any of the contestants are out there and they see sea asparagus, I think it would be a really great food source for them. Unsere Köchin Mish sammelt lokale Zutaten, um sie am Abend im Rescue Camp für das Team zuzubereiten. We're still in the Tlaxcala territory at one of the other islands just off of Hope Island. And as you can see over to my left here, there's a kelp forest we call Wadil Kiola. Das ist so spooky, wenn du nicht siehst, was unter der Wasseroberfläche ist, weil das so dunkel ist. Und der Rest schaut einfach nur zu und sagt nichts. Boah, das siehst nichts, was im Wasser ist. So, was isst man davon jetzt? Want the plant to keep living, you would only cut these because they're so long, you don't need that many. But I think we're gonna pickle this as well, so we'll actually cut it from here and we'll take off some of these and throw them back because we're not gonna eat all of that. You want to make sure that the leaves kind of look like fresh. It would be a really, really great food for the contestants out here, and it grows
literally everywhere. Big catch. Das kann man essen. Oh. Gut, liegt eher in deinem Altersbereich halt, ne? This is called fucus or bladderwrack. We'll cook it tonight, but the contestants could find it and they could eat it raw. Also wenn ich mir das so angucke, ne? Also wenn ich mir das so angucke, ne, dann wäre das nicht meine erste Intention, das zu essen. But the contestants could find it and they could eat it raw. Da kriegst du doch Blindpfiff davon, oder? Als normaler Verbraucher. Seaweed salad. Blades of bull kelp. Has bladder rack. And it has sea asparagus. We toss it in a sesame ginger tahini sauce with a bit of tamari and toasted sesame seeds. Ja gut, die Würze, das schmeckt natürlich ganz anders. Fucking good for a seaweed salad. Pretty, yeah, exactly, yeah. Full of delicious nutrients. A mouthful of flavor. Yeah. Ja, wenn du halt Gewürze dazu packst, ne, aber halt nicht, wenn du es roh essen musst, so wie die ganzen Teilnehmer. That was awesome. Gut, ne? Sehr gut. So einfach. Das Salz. Oder, ja, stimmt. Ich immer, dieses kleine Salztüchchen. Ey, Gerrit, willst du einen Drop? Immer schön raufgestreut, dran geleckt, so bestimmt so 3 Gramm, sag ich mal. Und nach dem Salz hattest du, haben wir uns ein 3/4 Liter oder so, ja, pro Person reingejagt. Das war richtig gut. Also, ja, das war wirklich so Secret, ja, Game Changer. Ja. Ich muss erstmal schauen, wie mein Körper darauf reagiert. Hoffentlich muss ich jetzt demnächst mal kacken, Alter. Ich hab auch ein bisschen Sorgen. Das Wasser, was sie getrunken haben, sah aus wie Pisse. Ungelogen. Ja. Gefiltert. Also es hat klar geschmeckt und so, war ja auch cool mit dem Filter, aber war halt Waldwasser, ne? Es sah aus wie Pisse. Gelbes Waldwasser. Das finde ich rückblickend immer noch so krank, dass Hunger halt vor Ort nicht das Thema war. Ja, das muss mir auch einer erklären, warum das so ist. Mhm. Können wir jetzt hier gleich mal unseren Arzt fragen. Das Entscheidende ist erstmal, dass ihr genug zu trinken habt. Mhm. Weil wenn du 24 Stunden nichts trinkst, dann bist du richtig erschöpft. Ihr habt vorher gut gegessen, ihr wart gut versorgt. Also ich denke, das hätte aber auch nicht mehr lange gedauert. Ihr habt ja selber gesagt, dass mit dem Rauf und Runter da durch die Schluchten, dass das ziemlich anstrengend war. Und das wäre natürlich mit jeder Stunde demnächst mehr geworden. Ja, und ihr hättet irgendwann, wärt ihr natürlich ohne Essen nicht weitergekommen. Bloß das dauert, sag ich mal, 4-5 Tage. Und da müssen wir gleich mal gucken mit deinem Blutdruck. Das ist natürlich, wenn du nur zehrst und dann noch die Tabletten einnimmst, das senkt den Blutdruck natürlich mehr als, ja, als es üblich ist. Oh Mann, ey. Wir gucken gleich mal, wie es ist. Ohne Scheiß. Ja, wenn du einfach die Tabletten weglässt für die Zeit, dann hast du halt so lange Bluthochdruck. Aber das senkt sich doch wieder, weil du ja nichts isst. Das heißt, du kannst doch die Tabletten eigentlich weglassen, oder? Weiß das jemand vielleicht auf YouTube oder so? Der Rest war ja erst cool. Ja. Süßwasser zuerst umgekümmert, hat geklappt, warm Süßwasser gehabt, fließendes Süßwasser, richtig geil. Ja, ey, Lager wirklich, muah. Das Lager war wirklich geil. Also das war das Einzige, was wir neben Süßwasser vor Ort kontrollieren konnten. Wir konnten drinnen sogar stehen, links, ja, Schlafplatz, rechts Aufenthaltsbereich, so wie man es macht, falls es regnet. Wir hätten nur Nahrung finden müssen, damit Energie nicht, damit du, ja, nicht ausgenockt wirst quasi. Ich glaube, dann wäre das gegangen. Vor allem hier, wir hatten ja überall auch diese Sträucher, die uns da auf der Wanderung mit den First Nations gezeigt, ja, wurden. Aber alles grün, alle grüne Beeren. Nichts dran, nichts mit reif. Ich würde die Flasche jetzt auch so anders packen. Ja. Also mit den Erfahrungen so. Ja, aber was denn? Dass man sich am Anfang wirklich nicht so versenden sollte. Ja. Wir haben viel zu schnell gemacht, wir haben viel zu viel an einem Tag gemacht. Was willst du denn ändern an der Flasche, wenn du nichts zu essen findest? Also, ich gut, vielleicht sagen sie es noch. Mach. Ja. Wir haben krass geknüppelt und ich glaube, das hat vor allem mich so schnell aus dem Leben gehauen. Ja. Gut gestärkt geht es für die Naturensünde noch einmal zurück zu ihrem Spot, um zu sehen, was sie in der Zeit gebaut haben. Ich bin nicht so klein, ne? Du musst halt jeden verdammten Stein hochheben und dann finde ich dir. Ne? Und dann hast du zumindest ein kleines Essen. Wir haben ganz kurz überlegt, ganz kurz, ob wir hier irgendwo ein Shelter bauen, aber war natürlich Quatsch, weil man sieht ja, wie weit das Wasser hochgehen könnte. Deswegen hoch, genau, weit hoch. Oh Gott, jetzt geht's hier einmal. Guck mal, wo das ist, Digga. Ja. Da oben sind wir. So, ja. Okay, dann gehen wir bitte hoch. Ja. So, hier ist Gerrit heute. Hier bin ich dran gegangen. Abgeklappt.
Und dann saß er erstmal eine Weile am Baum. So, Gerrit, trink. Und hier sieht man ja, was hier alles weggeholzt wurde. Dass der noch steht, wundert mich, der Kleine. So morsch, ist zerbrochen gleich. Ein paar lebende Bäume mussten wir machen. So wenig wie möglich, aber das halt so. Und das ist das kleine Häuschen hier. Das ist das Ding. War auch ein laufender Prozess. Das ist geil, Alter. Schon riesig. Guck dir mal das Ehebett an. Feature Nummer 1, das ist nicht ein Bett auf dem Boden, das ist ein Trapperbett. Weil wir haben gesehen, wir sind ja in der Kuhle, macht man eigentlich nicht, haben wir aber gemacht. Wenn es geregnet hätte, kommt das Wasser von da und hätte uns unterspült, ist mit dem Trapperbett aber egal. Und hier, man sieht es ja so ein bisschen. Ja, Isolierung und vor allem nicht auf den harten Stämmen hier liegen, das ist nämlich richtig kacke für den Rücken. Selbst das war nicht gut für den Rücken, aber auf jeden Fall besser. Aber es war zumindest warm von unten. Ja. Und an die Kante stehen. Ich muss nur leicht gebückt, also das ist halt auch eine Komfortsache, weil wenn du dich da jeden Abend irgendwie in so ein krass niedrig stehendes Shelter reinkaufen musst, ist scheiße. Genau, hier hinten am Shelter haben wir alles komplett mit Borke bzw. Rinde von einem toten Baum abgedeckt. Einfach um, wenn ein bisschen Seitregen kommt oder wenn es von den Bäumen runtertropft, dass es hier halt gegenkommt und nicht direkt zu uns rein ins Shelter tropft. Und so hat man zumindest, ja, ich sag mal so 80-90% Regenschutz. Hier unten haben wir nochmal ein Beispiel, wie man hier so Pilze findet. Wenn ihr euch das mal anguckt, das war mal ein Schirmpilz wahrscheinlich. Mit Lamellen kann man sehr wahrscheinlich auch nicht essen. Also wenn du irgendwas bodenständig zu stehen hast, was Pilz ist, ist es entweder verschimmelt oder gefressen. Also da auch leider keine Option da gewesen, ordentlich was zu essen. Dritter Tag wollte ich diesen Stamm sägen, bin da reingetreten und da war ein fucking Erdbienennest. Ich war komplett mit dem linken Bein drinne. Und wurde hier gestochen. Alter, bin nur weggerannt und abgeschrien. Säge weggeworfen. Ich hab die Säge fliegen sehen, Alter. Ich bin ja allergisch gegen Insektenstiche, ist Gott sei Dank nichts passiert, aber Alter. Ich dachte erst, das sind Mücken. Hey, warum sind die so laut? Und dann sehe ich den ganzen Schwarm, die kleben hier alle dran. Das war so der Horror, es war richtig kacke. Ich habe Andi nur rennen und schreien gehört. Ja. Egal wie also abgefuckt wir waren oder so, es war trotzdem mega. Diese Natur hier zu sehen, alles. Küste war geil, der Wald sah krass aus, haben wir noch nie so gesehen, logischerweise. Du hast dein Handy nicht bei, was dir wirklich auf die Sekunden Zugriff zu vielen, vielen Dingen gibt. Ja. Und man musste sich dann halt zwangsweise mit sich selber beschäftigen, ist in viele Gespräche reingegangen, auch tiefgründig, auch oberflächlich, um die Stimmung aufzuheitern. Das war geil, Mann. Ja. Wirklich. Und wann hast du das heutzutage in der Zivilisation nochmal, dass du halt dich so krass miteinander auseinandersetzt? Ja. Noch viel Spaß hier. Ich glaube, den wirst du haben. Und alle, die wir jetzt nicht gesehen haben, grüßt sie auch noch ganz lieb von uns. Genießt die Nacht im richtigen Bett. Oh ja. Das zweite Team ist ausgeschieden. 5 bleiben noch. Die Naturensöhne kehren zurück in die Zivilisation nach Campbell River. Ach, die bleiben. Wieso bleiben die eigentlich nicht in dieser Station da, wo auch das Orga-Team ist? Da hätte man doch ganz einfach noch ein extra Zelt aufstellen können. Ein großes, wo die Leute drin übernachten, die zurückkommen. Weißt du? Mit allem drum und dran, mit Betten und so weiter und so fort. Einfach noch eins mehr gebaut. Da hätte man sich doch Geld sparen können, oder nicht? Hinter uns sind gerade die Naturensöhne angekommen. Das verstehe ich nicht sowas. Sind ja heute am 5. Tag rausgeflogen, wissen aber noch nichts davon, dass Fritz und Marin vorhin. Also ich würde Geld sparen, ich würde ihnen sagen, ja, wenn ihr rausfliegt, kommt ihr zu uns in ein extra Zelt, da könnt ihr euch gemütlich machen. Rausgeflogen sind. Wie Hotel. Die waren jetzt hinten im Auto und werden die Naturensöhne überraschen. Oje. Oh ah! Schmeiß erstmal rein. Ja. Weißt du, was wir hätten essen können? Nein! Verarsch mich! Boah, weißt du das denn nicht, oder? Was geht ab? Nein! Nein, hat man nicht gerechnet, oder? Nein, komm her. Was? Nein. Scheiße, dein Rücken? Oder was war's? Was ist los? Tag 3. Staffel 3 ist im vollen Gange und wir begleiten euch mit allen Informationen hinter den Kulissen. Wir zeigen euch das Leben im Rescue Camp. Stell dir mal vor, du bist ein Profi, ne? Outdoor-Survival-Experte und so weiter und so fort. Und dann musst du an Tag 3 abbrechen, weil du einfach kein Süßwasser findest und nichts zum Trinken hast. Boah. Spannende Geschichten rund um Hope Island und unser Leben mit den First Nations. Lernt unser Team kennen, die Menschen hinter der Musik und unseren Sprecher.
Werden es die restlichen Kandidaten bis zum Ende schaffen? Freebie war's, ja, okay. So. Ja. War eine interessante Folge, ne? Morgen kommt die nächste, morgen Abend. Und ja. Danke fürs Zuschauen. Auf YouTube. Und ja, bis zum nächsten Mal.